Hallo, hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Es ist Abend geworden, aber nichtsdestotrotz so wahnsinnig heiß draußen, dass ich mich ins Wohnzimmer verzogen habe. Und auch hier läuft mir die Suppe schon wieder runter, weil ich die Fenster zumachen musste, weil draußen so viel Musik läuft. Also doppelt eigentlich kontraproduktiv. Ob ich nur draußen bin, ist heiß, ob ich hier drin bin, ist heiß. Aber hier war es eben kühler. Ich habe nämlich schon ein Video für euch abgedreht. Jetzt aber möchte ich starten mit der Beantwortung eurer Kommentare. Ich habe mich wieder hier in meine YouTube-App begeben und wieder die neuesten Kommentare einfach mal aufgeklappt. Ich weiß nicht, was da steht. Schauen wir mal und ich versuche live drauf zu reagieren. Also, ich sage den Namen wieder nicht und ich bedanke mich im Voraus immer dafür, oh, mein Mülleimer steht da, das ist nicht so dekorativ, ne? Egal, für eure rege Teilnahme und vielen, vielen Dank. Ich versuche auch gleichzeitig immer ein Herzchen zu geben. Ich mag deine Videos sehr gerne, Doris aus Wien. Vielen, vielen Dank, jetzt habe ich doch den Namen genannt. Ich hoffe, du siehst es mir nach. Hochinteressant, ich höre dir gerne zu, das bezieht sich auf meine Auswanderung nach Chordom, dieses Dankeschön. Danke, das freut mich wirklich sehr. Hallo liebe Kerstin, dein Kleid ist sehr schick, die Farben sind sehr schön. Das war auf meinen Vlog reagiert. Vielen, vielen Dank, dass du mein Kleid schön willst. Ja, ich bin immer so ein bisschen mit den Kleidern, also ich weiß nicht, ich habe die schon irgendwie satt, ja, weil ich hier nur eine kleine Auswahl an Kleidern habe, die ich überhaupt noch anziehen kann. Und ja, ich inzwischen ja, finde die jetzt alle nicht mehr so schön. Aber vielen, vielen Dank. Dann wieder eine Live-Reaktion, dann wieder eine Reaktion auf die Kommentare. Das Video, was ich gestern gedreht hatte, da hat jemand dann geschrieben, Moment, ein schweres Leben hatte ich auch erlebt, auch Kindheit, aber in einer ganz anderen Art und Weise, wo es keine Möglichkeit gab, davonzulaufen. Nichts Schönes rückblickend möchte ich nicht mehr erleben, denkt man auch nicht gern zurück. Ja. Ja, ja, es gibt wirklich ganz schlimme Schicksale, die viele, viele Menschen auch erlebt haben. Und ja, ich habe auch vieles schon in meinem Leben gehört und das tut mir immer wirklich richtig leid, gerade bei Kindern, ne? Also da kann ich teilweise gar nicht mehr zuhören, wenn ich sehe, wie man Kinder manchmal behandelt. So, alles ausgelaufen, Geschirrspüler kaputt, hatte ich ja ein Video gemacht und da hat jemand geantwortet, ist wahrscheinlich die Pumpe kaputt. Ja, genau, nehme ich auch an, dass da diese Ablaufpumpe kaputt ist oder irgendwas verstopft ist. Aber es hört sich schon so an, als sei die Pumpe kaputt, hast du recht. Vielen Dank für den Tipp. Und was haben wir hier noch? Das Eierkäsegericht hatten wir vor 3 Jahren auf unserer Tour beim Usungölm gegessen. Schmeckte sehr gut mit dem Brot, mal reingetunken, nur viel konnte man nicht davon essen. Sehr fettig, aber wirklich choch lesetli, also sehr lecker heißt das. Menemen esse ich auch sehr gern, das ist auch ein typisches türkisches Eiergericht und mache ich auch öfters. Die Hühner liegen noch auf dem Balkon. Das Video war klasse. Dankeschön, das ging nochmal wieder um mein Auswanderungsvideo. Ja, Menemen ist so ein typisches türkisches Eiergericht, welches man mit Zwiebeln, manchmal auch mit Hackfleisch, also unsere Leute machen es fast immer mit Hackfleisch auch, anbrät und dann Tomaten rein, Paprika rein und dann zum Schluss Eier drüber. Man kann es aber auch mit Sucuk machen. Also es gibt verschiedene Varianten. Bei Menemen streiten sich die Geister. Je nach Region wird das dann auch mal ganz unterschiedlich gemacht. So, ja, fettig essen die Türken sehr gerne. Ne? Ich selbst pide. Ich habe ja hier unseren Pideci, also unseren Typen, wo wir immer unser Pide essen, gleich hier unten in Mahmutlal. Und Leute, da trieft das Fett nur so raus. Ne? Ich kann es nicht essen, wirklich. Ich mag überhaupt gar kein fettiges Essen. Und Türken essen leider sehr, sehr gern, sehr, sehr, sehr fettig. Ja, so ist das halt. So, nochmal ein Kommentar von der gleichen lieben Frau. Oh, Kerstin, mich graust mit den hängenden Hühnern dabei. Das kann ich mir vorstellen, wie das gestunken hat. Ja, ich hatte da erzählt, wie meine Schwägerin dann auf den Bazar die Hühner hat schlachten lassen und wir die Hühner dann nach Hause getragen haben und wie das stank auf dem Bazar. Ne? Das ist wirklich, wirklich schlimm. Na gut, daraus macht man doch auch Leblebi, Kuryemisch meine ich, oder? Genau, Leblebi, so heißt das. Man kann da aber auch dieses Essen von machen, aber man kann es auch, rösten. Das ist, dafür ist Chorum ja bekannt, für seine Leblebi, die kommen ja alle aus Chorum. Deswegen haben wir ja auch
viel davon immer auf den Feldern gehabt. Ja, jetzt haben wir ganz viel von der gleichen Kommentorin. Die werde ich alle mal mit Herzchen bestücken. Kerstin, du hättest damals eine eigene Kuh gebraucht, im Garten nur für Milch. Genau, darauf kommt sie dann auf, weil ich sagte, dass ich nur ganz wenig Milch immer damals in Chorum bekommen habe. Und dass ich da Schwierigkeiten hatte, tatsächlich in diesem Dorf Milch zu bekommen. Und ja, was schreibt sie hier? Falls du mal den Laden anschauen möchtest, der nicht in der Richtung Waikiki, sondern entgegensetzt, wo ihr vor kurzem abends mal gelaufen wart mit deinen zwei Kleidern, wo du gefunden hattest, da noch ein Stückchen weiter bis zum Atommaster Café kommt und neben den Carrefour Supermarkt und gegenüber andere Straßenseite direkt neben Wäschegeschäft Kompendan. Da dran ist das Geschäft Önen Shop heißt. Das betreibt eine Deutsch-Türkin. Ah, okay, vielen Dank. Da werde ich dann auch mal gucken. Okay, die schreibt sehr viel und gibt mir sehr viele Tipps. Das finde ich immer so gut. Sie schreibt auch hier, hallo Kerstin, probier mal mit Backpulver auf die Ameisenstraßen zu streuen. Damit hat man oft guten Erfolg. Das habe ich tatsächlich mal versucht vor ein paar Jahren, als wir hier eingezogen sind. Das hat nicht geklappt, aber mache ich gern nochmal. Was hat sie hier geschrieben? Badeanzug, nachher hast du Batik-Look durch den Chlor. Die Villa ist wieder blitzeblank. Das mit dem Geschirrspüler tut mir leid. Hatte mal sowas ähnliches. Moment, jetzt bin ich wieder draufgegangen. Mit einer Warma. Das war ein kleines Geldstück im Schlauch hinten, was verstopft hat. Ha, ja, okay. Genau, ja. Nee, ein Batik-Look, Badeanzug wollte ich jetzt nicht durch den Chlor. Genau, ich hatte ja meine Hände noch mit Chlor und gesagt, ich ziehe jetzt lieber mein altes Badeshirt drüber, weil ich noch so ein bisschen Chlor an den Händen hatte und da wollte ich meinen neuen Badeanzug nicht damit sozusagen versauen, weil Chlor auf Kleidung macht so fiese gelbe, weiße Flecke. Dann hat hier jemand eine Frage gestellt. Ich hätte eine Frage. Würdest du dir selber YouTuber anschauen, die zum Beispiel in einem ganzen Video einen Geschirrspüler einräumen? Das ist natürlich wieder mit so ein bisschen Kritik behaftet. Tatsächlich mache ich das manchmal, muss ich gestehen. Ja, tut mir leid. Aber das ist halt das, was ich da gerade gemacht habe. Und ich weiß, dass manche sich das tatsächlich angucken. Es gibt nämlich Menschen, die beruhigt das, wenn man anderen Menschen bei der Hausarbeit zuguckt. Und ich mache das auch manchmal. Tut mir leid. Ja, das glaube ich und würde ich wohl auch machen. Dann habe ich hier eine Zuschauerin, die hat gesagt, danke fürs Erzählen. Ich höre dir sehr gerne zu. Die Kindheit und Jugend hat rückblickend immer einen besonderen Zauber. Du erinnerst dich an deine Zeit in der Türkei mit Stolz, in Klammern, weil du so viel durchgestanden hast, in Klammer zu. Und ganz viel liebevoller Wehmut, Klammer auf. Du hattest eine große Familie um dich herum, Klammer zu. Vielleicht blendet man auch einige unschöne Dinge aus und verklärt sie rückwirkend etwas. Ich bin selbst in der DDR aufgewachsen und beschreibe meine Kinder für junges Erwachsenenalter als sehr schön. Genau, das ist auch das, was ich glaube, dass man tatsächlich, das ist ja auch das Phänomen bei vielen alten oder älteren Menschen, die über ihre Jugend und über ihre Vergangenheit sprechen, dass eben früher alles schöner war, ja. Und bei mir ist es eben wahrscheinlich die große Sehnsucht da, da schreibst du schon ganz richtig, dass eben die Familie zusammen war. Meine Kinder alle klein waren und wir auch alle sehr eng zusammen gelebt haben. Und dann die große Familie meines Mannes als schützenden Schild um mich herum hatte. Das habe ich ja jetzt so in Deutschland auch gar nicht mehr. Ich bin ja eigentlich der schützende Schild für alle und habe niemanden, der tatsächlich mich dann auch beschützt, so richtig, außer meinem Mann natürlich. Aber so eine große Familie, wie wir sie in der Türkei haben, habe ich in Deutschland nicht. Ich habe ja auch keinen Kontakt zu meinen Eltern und nichts oder zu meiner Mutter. Mein Vater ist ja schon lange gestorben. Und sicherlich, das ist etwas, was man dann rückwirkend als schön betrachtet, obwohl es wirklich sehr hart war und auch sehr anstrengend. Natürlich, ja, aber das weiß ich ja natürlich auch. So,
dann schreibt hier jemand, liebe Kerstin, danke für die Eindrücke, schon sehr spannend, Hut ab, was du alles erlebt hast und geleistet hast. Aber wäre es nicht besser gewesen, deine Kinder, als sie klein waren, in Deutschland großzuziehen, sprich Babynahrung, Pampers und so weiter? Ich glaube, dass es deinem Mann wichtig war, dass die Kinder in der Türkei groß werden. Ja, genau, das habe ich, ich muss mal eben die Herzchen verteilen, die habe ich hier vergessen jetzt. Genau, das habe ich ja schon am Anfang in Teil 1, glaube ich, ganz ausführlich versucht zu erklären. Das war tatsächlich der Wunsch meines Mannes und auch so ein bisschen seine Bedingung dafür, dass wir Kinder bekommen. Er wollte eben nicht, dass seine Kinder dieses typische deutsch-türkische erleben, was damals fast alle Kinder erlebt hatten, die wir kannten von Freunden, ja, dass nämlich, wenn eine Deutsche einen Türken heiratet, und das war ja oft der Fall zu dem Zeitpunkt, allein schon wahrscheinlich aus abschiebetechnischen Gründen oft vorkommend, will ich jetzt niemandens Sünde nehmen, aber es war ja schon oft so auch der Fall, dass dann deutsche Frauen türkische Männer geheiratet haben und dass dann Kinder entstanden sind, und diese Kinder wurden tatsächlich natürlich von der Mutter deutsch großgezogen in der deutschen Sprache, und das ist ja auch sprachwissenschaftlich vernünftig, dass derjenige mit seinen Kindern seine Muttersprache spricht. Nur wenn der Mann eben nie zu Hause ist, was bei den Türken so allgemein, ich will jetzt auch da nicht verallgemeinernd reden, aber ist halt so meine Erfahrung, dass die türkischen Männer oft auch nicht da sind, die arbeiten sehr lange, oft haben sie auch Gewerbe angemeldet, sie machen sich oft selbstständig und sind lange nicht zu Hause, kommen erst spät abends, wenn die Kinder im Bett liegen. So, also die Mama erzieht die Kinder und spricht mit den Kindern dann nur Deutsch. Würde der Vater nur Türkisch reden, würden sie kaum mit ihnen, würden sie kein Türkisch lernen. Also meine Kinder hätten nie Türkisch gelernt, wenn ich nicht mit ihnen Türkisch gesprochen hätte. Da hat mein Mann das schon ganz voraus, wissend natürlich, dass er sehr viel arbeiten wird und nur selten zu Hause sein wird, das schon richtig erkannt, ja. Ich hätte mit meinen Kindern nur Türkisch, Deutsch gesprochen, das heißt, sie hätten weder die türkische Kultur erlernt, noch die türkische Sprache, noch hätten sie gewusst, wie sie sich anderen gegenüber benehmen müssen. Die Kultur schon mal gar nicht, Religion von allen möglichen Dingen will ich gar nicht erst beginnen, hätten sie einfach nicht gelernt, ja, weil ich es selber ja nur so kannte, wie mein Mann mir das gezeigt hat. Und das ist ja nicht im Mindesten ausreichend, um die Kultur zu leben. Und mein Mann wollte eben nicht, dass die Kinder in Deutschland leben und seine Heimat überhaupt nicht kennen, bezüglich Sprache, Kultur und Benimmregeln auch im Übrigen. Das war ihm schon immer sehr wichtig, dass die Kinder Respekt vor den Älteren haben, Respekt vor ihren Eltern haben. Jetzt will ich nicht sagen, dass das bei Deutschen nicht der Fall ist, aber es ist eben doch eine freizügigere Erziehung, die er damals gesehen hat, als er selber erlebt hat. Und er wollte eben ganz besonders dieses Gesamtpaket türkische Erziehung an seine Kinder weitergegeben wissen. Ich war damals damit einverstanden, wahrscheinlich auch deswegen, weil ich mit meiner eigenen Familie auch kein, ich habe gerade so ein bisschen Allergieschübe, entschuldigt bitte, weil ich ja mit meiner eigenen Familie gar keinen Kontakt mehr hatte. Ja, ich habe ja vermisst den Umgang mit einer engen Familie, und ich hatte ja auch schon öfters mit der Familie meines Mannes telefoniert. Ich habe sie noch nie gesehen. Ja, das ist schon richtig. Man hätte auch mal in Urlaub fahren können, aber mit kleinen Kindern in Urlaub, es war auch alles nicht so, wie man, also es war auch geldtechnisch gar nicht so, dass wir das uns alles hätten immer leisten können. Jedenfalls war das die Bedingung, ja, und ich war einverstanden. Ich fand es gut, auszuwandern, und ich fand gut, dass man neue Herausforderungen beginnt. Ich war schon immer ein Mensch, der sich verändern kann, der sich gut anpassen kann, der sich gut auf neue Lebensumstände einstellen kann. Das wusste ich auch damals schon, als ich jung war. Und ich glaube, ich fand es einfach sehr interessant, das einmal zu tun und diesen Weg mit ihm zu gehen.
Und deswegen habe ich das gemacht. Ich war jetzt überhaupt nicht von irgendwelchen Zweifeln bestückt, sondern ich bin da ganz voller Elan dann mit ihm zur Schulreife meiner ältesten Tochter ausgewandert. Klar, man hätte jetzt Pampers und Babynahrung natürlich gehabt, aber ich war ja auch so, dass ich wusste, dass die türkischen Kinder auch groß werden. Ja, es ist ja nicht so, dass es da nichts gibt, was die Kinder aßen. Hatte mich da schon erkundigt, dass da auch dass man da auch anders wickeln kann. Es gibt auch viele Deutsche, die keine Pampers benutzen. Es gibt auch viele, die Windeln waschen. Ja, es gibt ja sogar Firmen, die die gebrauchten Windeln reinigen und den Eltern wiedergeben, weil die Kinder eben diese benutzten Windeln, diese Pampers, die benutzen, die fertigen Windeln gar nicht vertragen. Also, oder wo man dann sagt, man will nicht so viel Plastikmüll produzieren. Das ist nichts Neues, das war damals auch schon nichts Neues. Aber ich habe mir da so nicht so wirklich Gedanken gemacht, dass ich den Kindern ihr Essen auch selber kochen kann und dass ich da auch firm drin bin, das wusste ich. Also insofern klar, dass das Leben so hart wird und dass es so anstrengend wird und dass es so arbeitsreich sein wird, habe ich mir natürlich im Leben nicht vorgestellt. Aber dass es sich schon verändern wird, wusste ich, und ich war aber guten Mutes und bin einfach in dieses Leben reingeschmissen worden. Und ja, ich glaube, wie gesagt, auch rückblickend, dass es mich geprägt hat und dass ich weiß, dass ich auch mit diesen Situationen umgehen kann. Ja, mein Lieben, jetzt sind wir wieder wirklich sehr weit und sehr ausführlich geworden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die vielen Kommentare, vor allen Dingen nochmal wieder bei der einen Zuschauerin, die wirklich ganz viel immer schreibt. Vielen, vielen Dank dafür, die mir viele, viele Tipps immer gibt und Ratschläge, auch gerade hier in Alanya. Und dafür bedanke ich mich nochmal ganz besonders, aber auch an alle anderen, die sehr lieb und sehr nett kommentiert haben. Und ja, ich freue mich auf weitere Kommentare. Ich will aber dieses Video jetzt auch nicht ewig lang halten, deswegen... Ja, ich versuche das immer ein bisschen mit euch zusammen durchzugehen. Vielleicht habt ihr Spaß dran. Ich hoffe es jedenfalls. Nochmals vielen, vielen Dank für alle, die immer kommentieren, die an meinem Kanal weiterhin Spaß haben. Das freut mich natürlich. Und ja, bis bald. Tschüss.